Fahren wir heute zusammen mit der Justine nach Playa del Carmen. Justine, bist ready, sagst du, wa? Ja. Wahnsinn, yo, brother, what's going on here, man? Ich hab schon lange keine Schwarzen mehr gesehen, sorry. You speak English now, right? Mas arriba mejor. Oha, du siehst das Meer. Oh mein Gott, die Entscheidung ist hiermit getroffen. Wie geht's? Ist vegano? Leon in Playa del Carmen. Guten Tag, wie geht's dir, amigos? I love the German señorita. Das ist auf jeden Fall die Quinta hier und hier sind die ganzen Shops. Goodbye Cancun, motherfucker. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. ¿Cómo estás, bro? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bro. 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, mein lieben Freund? Ich bin immer wieder für euch im Start. Und ihr kommt gerne weiter im Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Ich war gerade beim Barber, die Haare frisch machen. Und zwar fahren wir heute zusammen mit der Justine nach Playa del Carmen und gucken uns da mal ein, zwei Wohnungen an. Ich nehme euch wieder mit, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Video. Gebt dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar rein, support den Brother. Du weißt schon, wie das läuft. Bis später. Hells Angels Mexico, yo. Krass. Also das wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Einer der Gründe, warum ich nicht pennen kann, ist dieses kleine Bett, Bro. Meine Beine hängen ungefähr so weit hier raus. Ist überhaupt nicht gemütlich, aber es ist halt so. Und ich habe jetzt hier schon 5 Decken vorgehangen, aber es wird gerade morgens knallt halt die Sonne hier rein. Es wird halt voll schnell hell. Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich fast in jedem Video sage, dass ich 3-4 Tage nicht geschlafen habe. Um ehrlich zu sein, habe ich seitdem ich hier wohne nicht richtig geschlafen. Aber ist auch nicht so schlimm, Freunde. Wir sparen Money und wir gehen ja jetzt ein paar Wohnungen angucken. Ihr seid live mit dabei. Justine ist auch ready. Wollen wir nochmal nachfragen. Gucken, was sie treibt hier. Justine, bist ready, sagst du, wa? Du bist ready, ja? Ja. Stark. Du suchst gerade Musik raus für deine Videos? Ja. So will ich das sehen. So will ich das sehen, Dicker. Oh Mann. Sehr schön. Nicht oh Mann. Brauchst dich nicht schämen dafür. Ich bin stolz. Wirklich. Ich finde das geil. Aber guck mal hier, es dauert wieder ewig. Ja, es ist okay. Das ist alles mit Struggle verbunden, aber du machst es wenigstens. Du laberst nicht nur, weißt du? Nehmt euch ein Beispiel daran, Freunde. Bis gleich. What's up? Fastet immer noch, hä? Ja. Man merkt, dein Motivationslevel und dein Talk-Level geht auf jeden Fall runter. Ja, ich komm voll runter. Ich bin voll ruhig, ne? Ja, voll. Im Vergleich. Im Vergleich, ja. Geil. Geil. Ich freue mich eher was dein. Aber Fasten ist sowieso, ich mag das. Ich find's geil. Ist sehr interessant auf jeden Fall. Safe. Safe. Yes, Freunde, auf dem Weg nach Playa jetzt. Wetter ist brutal wieder, gell? Oh shit, man. Arrived in Playa, man. Justine hier im Auto fahren. Wahnsinn, manchmal. Schau. Frag du mich mal. Was? Ich bin die Autofahrerin. Ja, ich weiß. Das macht mich ja wahnsinnig. Ich fahr gut, Alter. Ja, doch, muss man doch. Nur? Also schlecht fährst du nicht. Nee. Manchmal hast du halt diese Frauen-Moves so, dass du halt voll Schiss hast, einfach zu fahren so, aber. Nee, ich hab einfach, weil ich keine Autoversicherung hab und aufpassen muss. Alles gut. Geil, passt gut. Aber an sich muss ich sagen, fährst du auf jeden Fall gut für eine Frau. Für eine Frau? Ja. Das muss man nochmal gesagt haben, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ich will jetzt hier keine Frauen diskriminieren, ne? Muss ich lang immer geradeaus? Geradeaus, ja. Ich liebe euch alle, ja? Frauen nicht diskriminiert führen. Manche Sachen könnt ihr besser, manche können wir besser. Stimmt, aber viele Frauen können nicht gut Auto fahren, muss ich auch sagen. Weißt du, wie ich meine? Stimmt aber ich schon, ne? Auch einige, die sind genau, also
die können es sehr gut einpacken, wo Männer noch was drauf haben, weißt du? Jetzt müsste man mein Gesicht sehen. Ich sag nichts mehr, ich halte einfach das Maul, Digga, besser. Ich rate mich so nur in die Scheiße rein. Nee, aber ich wohne hier immer mit meinem Van. Wenn ich parke, da kann man gratis parken. Das ist die erste Straße hier, wo man gratis parken kann. Den Rest muss man erst bezahlen, wenn man nach rechts geht. Oh shit, man. Brother ist am Start. Yo, brother, what's going on here, man? Ja, ich habe schon lange keine Schwarzen mehr gesehen, sorry. Okay, du pennst dann hier, sagst du, ja? Geil. Alright, ich bin gespannt. Wir gucken jetzt Wohnung an. Bis gleich. Badezimmer, genau. Ah, zwei Türen zum Badezimmer. Auch sehr geil, Freunde. Also es ist natürlich, wie du gesagt hast, klein. Aber neu. Alles modern. Alles modern, man hat alles da. Ja. Hier hast du einen Tisch. Da hätte ich noch einen Tisch. Kühlschrank ist groß. Es ist halt ein bisschen so... Dunkel? Ja. Drückt halt ein bisschen, weil nicht so viel Fenster und so, ne? Da hast du mal ein großes, ne? Ich glaube halt, wenn wir ein bisschen weiter oben sind, könnte geiler sein. Weil guck mal, da hast du zwar alles Fenster im Schlafzimmer, aber im Badezimmer zum Beispiel gar keine. Nee. Aber ich glaube, wenn du... Ich würde das gerne mal ausprobieren. Kannst du mal filmen? Ja, das ist schon schöner, ne? Bisschen Licht. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich mag das auch nicht so dunkel. Aber was natürlich richtig nice ist, was mir jetzt gerade ja auch brutal auf den Sack geht, dass man hier das Dunkel machen kann halt auch komplett. Und das ist beim Schlafen für mich brutal wichtig, weil in Mexiko, in Quintana Roo, ist halt, also hier ist halt, das ist so geil hier eigentlich, hier ist ja immer geiles Licht so. Du machst so 5 Uhr morgens auf und es ist schon so hell und so, weißt du? Ja. Aber zum Pennen ist halt... Ja. Aber cool, wenn du... Also weiter oben wäre vielleicht schöner, ne? Geil, die Construction hörst du gar nicht, wenn es zu ist. Nee, und vor allen Dingen arbeiten würde ich sowieso da drüben. Ja, ja. So, und hier dann, ne, quasi. Ja. Ja. Mhm. Erster Eindruck ist nicht verkehrt. Alright. Geil. Telefon. Ja, hier, aber hier fühle ich mich schon direkt besser. Ja, das ist nice. Ja, Digga. Ja, Digga. Das finde ich auch cool. Mhm, Balkon sogar. Ich finde es jetzt nicht so laut. Oha, du siehst das Meer. Krass. Was? Ich sehe das Meer? Ja, da. Echt jetzt? Ist halt Constructive Vibes, ne? Ja, Digga, ich hab auch voll Angst gerade. Ich will nur hör auf. Erst wo du es gesagt hast, Digga. Alright. Jetzt gehen wir hier noch auf den Roof. El Roof. Hola. Oh shit, man. Oh mein Gott. Das ist krass. Ich komm dich besuchen. Geil, hier ist noch einer ein bisschen weiter hoch, sogar. Das ist krass. Okay, das Roof ist schon krass, ne? Freunde, die Entscheidung ist hiermit getroffen. Ich ziehe ein. Safe. Brutal. Das ist auf jeden Fall eine krasse View, Digga. Ich küsse dein Herz. Brutal. Und das Geile bei der Sache ist, ich kann hier einziehen. Ohne Deposit, ich muss nur einen Monat Miete bezahlen und es geht immer von Monat zu Monat. Ich muss jetzt keinen Halbjahresvertrag machen, keinen Jahresvertrag.
Also ich kann so lange bleiben, bis ich genug Geld habe, um nach Miami zu gehen, Digga. Und das ist gerade richtig nice. Ich fühle den Shit hier auf jeden Fall. Hart. Yes. Wir ziehen uns noch eine andere Wohnung rein. Aber ich habe schon eigentlich entschieden, muss ich sagen. Bis dann. Hola. Das ist das Viertel hier. Einzige, was halt natürlich mal wieder auf den Sack geht, ist die Constructi-Vibes. Aber das, glaube ich, gehört bestimmt einem von den Besitzern da. Geil. VW. Deutsche Handarbeit, meine lieben Freunde. Aber wie wir schon mal gesagt haben, einen Tod muss man hier in Mexiko eigentlich immer sterben. Ne? Also, irgendwas ist immer. Aber Freunde, habt ihr das Rooftop gesehen? Ach du Scheiße, ey. Und wie ich schon gesagt habe, das Geile ist halt wirklich, dass man Monat für Monat hat, ne? Dass wenn einem was auf den Sack geht oder wenn einem was nicht gefällt, kann man echt direkt sagen so, okay, dann hau ich nächsten Monat ab, weißt du? Und das ist halt unschlagbar. Also das kriege ich hier kaum. Die meisten wollen Halbjahr bis Jahresmiete haben. Kein Deposit. Und die Area ist auch, sieht auch richtig gemütlich aus, ne? Alter. Was sagst du? Ich wollte schon immer mal so temporär, weißt du? Die haben doch zwei Wohnungen frei gehabt. Ja, mach mehr Money und komm vorbei. Ich hab doch gesehen vorhin, dass du am YouTube-Hustle bist auf jeden Fall. Geht mal auf Justines Kanal. Spende dir mal ein bisschen Geld, was ist da los? Stell dir mal vor, ich bin auf einmal deine Nachbarin direkt nebenan, weißt du? Oh nee. Kommen, ja doch, das wäre geil. Das wäre geil, Alter. Das ist so, wie sind dann Roomies, weißt du? Nicht auf ganz. Andere, also fast, aber... In demselben Building, aber... Halt nebenan direkt. Verschiedene Apartments. Das ist dann auch wieder was anderes. Das ist auch geil. Yes, Freunde, wir gehen uns trotzdem jetzt nochmal das andere Apartment reinziehen, weil ich dem Typen schon zugesagt habe. Aber ich habe ihr jetzt auch schon zugesagt, dass ich morgen umziehe. Also ich werde auf jeden Fall da einziehen morgen. Trotzdem ziehen wir uns das nochmal rein, Freunde. Ich zeige es euch auch nochmal ganz kurz. Und dann, keine Ahnung, was machen wir noch? Rumlaufen. Einfach rumlaufen. Was ist das? Mango, piña, azúcar, menta, azúcar, sin azúcar, free sugar, sin azúcar. Where are you from? Sin azúcar, Argentina. ¿Argentina? Argentina. Mucho argentino, sí, ¿no? Mucho argentino, ¿Qué es eso? ¿Es vegano? Es natural, natural, sí. Natural, sin azúcar, sin alcohol, sin conservantes, todo fruta fresca y natural. Cuando quieran, los esperamos aquí en los puntitos de playa. Agua de coco. Cocolandia. Ah, es Cocolandia. Yeah. It's nice. Sí, agua de coco también tenemos. What is the name of your shop, bro? Make some marketing here, bro. I'm doing a YouTube video blog. Coco Bar, no? Check it out. Coco Bar. In Playa del Carmen. Check it out, fellas. Thank you, bro. Thank you so much. Oh, shit, man. Vibe is geil. Fühl ich. Meine Schulter tut schon wieder weh vom Film. Das ist eigentlich voll peinlich, ne? Ich gehe jeden Tag ins Gym. Und nach 5 Minuten ist mein Arm fällt schon ab gerade. Ah. Leon in Playa del Carmen. Mal was ganz passt. Neues, ne? Ja. Mir, ich finde, du passt hier rein optisch gesehen, auf jeden Fall. Auch so von der Art, ne? Auch von der Art. Oder? Hier sind viele digitale Nomaden und so, ja. Also viele Arbeiter. Coole Leute auch. Also mehr Leute, die so den Hip-Hop-Style haben, als in Tulum. In Tulum waren die alle so einen auf. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. So. Aha. Und hier ist, glaube ich, schon ein bisschen mehr, wie soll man sagen, ein bisschen mehr Stadtweit so. Ist ja kein Cancun oder so, aber es ist trotzdem ein bisschen cooler einfach. Ja, ist halt nicht so hippie. Ja. Tulum ist hippie, Mann. Weißt du? Ja. Oder du möchte gern hippie. Ein bisschen auch. Ja. So diese Vibes und so. Aber wenn man in Playa ist, ist es halt auch wirklich nicht weit, ne? Da kann man sich auch mal für 2-3 Tage ein Kondo da irgendwie mieten. Auf jeden, du kannst da einfach mal rüberfahren. So eine Stunde. Guck mal, Bio Natural übrigens hier, Leon. Die haben auf jeden Fall auch so veganes Zeug. Das ist auf jeden Fall die Quinta hier. Das nennt sich die Quinta. Und hier sind die ganzen Shops. Fifth Avenue heißt Quinta auf Spanisch. Und wenn du weiter gehst, immer geradeaus, ne? Da wo wir waren letztes Mal. Das ist, du bist am Ende schon fast so, hier ist weißt aber du? Ein bisschen gechillter, ja, hier ist entspannter. Ich auch nicht jeder voll, ja, hier ist noch ganz entspannt. Nee, das ist nice hier, ich mag das. Ich mag's auch, Mann, du hast voll die geile Gegend jetzt, Alter, und lässt mich einfach hängen in Cancun. Nee. War doch von Anfang an. No Alkohol. Ach so, Sonnenbrille brauchst du, ne? Also auch blau? Guck hier? Mal da, Vape. Weiß ich gar nicht. Wann müssen wir denn da sein? 45.
15.44 Uhr. Okay, I come back, ja? Yeah? Eine Minute haben wir noch, naja, läuft. Alright, lass mich mal kurz auf Maps abchecken. Lass mal kurz abchecken. Okay, das ist draußen. Das ist der Pool. Deposito? Sie hat Deposito Renta. Aha, es heißt 18 Deposito? Okay, Leon. Ja, hab ich gehört. You have to pay, bro. Okay, this is the kitchen here. Boom, boom, boom. Mm-hmm. Is there a washing machine or something like that? No, right? Laundry, ja? Okay, ich muss sagen, das Apartment ist auch schön und süß und... frag mal, ob man irgendwie eine gewisse Zeit... Aha. Ja, ich könnte gucken, das ist auch 6 Monate, aber eigentlich ein Jahr, weil Deposito hat. Mhm. Ist normal, ne? Ist normal. Ja, und das andere hat kein Deposito. Ja, das müssen wir jetzt vor ihm ja nicht sagen. Das versteht er einfach nicht. Ja, ja, ich sag nur. Alright. Okay, Freunde. Wir sind jetzt hier nochmal kurz im Evolve in Playa del Carmen, um das mal abzuchecken. Das wird nämlich mein Gym jetzt sein hier. Sieht schon mal geil aus. Ja. Ja. Cancun ist besser. Das ist auch Hammer Strength. Nee, ist geil. Ist geil. Cardio. Cardio area, boom, boom, boom. Squat machines. Shake. Ja, ist nice. Wie weit gehen die Kurzhanteln, ist auch immer wichtig. 100 lbs, ist okay. Und gut kalt hier, ne? Aber ist geil, der Vibe ist hier. Richtig geiler Pumper-Vibe so. Ja, und du hast wirklich viele Leute am Trainieren, auch viele breite Leute, schöne Frauen, auch wichtig. Yes, Freunde. Ja, Mann, ich mach gleich noch ein Outro oder so und dann war es das, glaube ich, auch schon gewesen mit dem Vlog. Morgen gehen wir dann umziehen. Aber vielleicht nehme ich den Umzug noch mit rein. Ich glaube, ich nehme den Umzug morgen noch mit rein. Also sehen wir uns spätestens morgen, ja, Freunde? Ich küsse euer Herz. This is my amigo here. Say something in German, bro. Guten Tag. Ah, wie geht's dir, amigos? Bro, why do you speak German? Tell me. Come in, spiel helfen. Okay, why do you speak? Why? I love to German, senorita. Ah. I love to German, senorita. Okay. Then, in the bad, you pick any language. Yeah, you like the most, yeah. But I love Mexican. Russian, Polska, Swedish. Papá, está Maya. You know, I speak Maya. Todo. Papito. And Mexican. After 5 tequila here. Okay, bro. See you. Yeah? No, gracias, bro. No alcohol, bro. No? No alcohol. You can start today. No. See you, bro, yeah? Thank you, man. Auf ein neues, wa? Justine freut sich schon, den Scooter hier reinzubringen. Freunde, Umzug ist am Start, Digga. Ich werde nicht so viel filmen, aber wir müssen das jetzt mal auch vernünftig hier hinbekommen. Ich habe ja gestern schon genug aufgenommen. Ich werde euch dann die neue Wohnung nochmal zeigen und vielleicht auf dem Weg nochmal einschalten. Bist du ready, oder was? Ich würde gerne mal, dass du Mann vielleicht mitgehst und nicht ich, Alter. Ich habe keine Kraft. Natürlich, wir haben doch im letzten Vlog, zeig nochmal, Doppelbizeps. Nee. Komm. Das ist so
so schwer. Mach hin da jetzt. Nö. Einmal so. Das mach ich jetzt nicht extra nicht. Nee. Justine am Fasten, richtige Diva, meine lieben Freunde. Ja, ich kann nicht. Ich küsse deine Hände. Das war so schwer beim letzten Mal. Ich hab da. Mimi. Nee, wirklich jetzt. Okay, Freunde, bis später. So, Hälfte ist schon drin. Scooter ist ein bisschen am Drippen. Das gefällt mir nicht. Aber der war auch relativ voll noch vom Tank her. Sollte man eigentlich auch nicht hinlegen. Koffer sind schon drin. Boom, boom, boom. So viele Sachen sind es nicht mehr. Wir beeilen uns jetzt auch ein bisschen, damit der Scooter nicht zu krass ausläuft. Goodbye Cancun, Motherfucker. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Videoblog. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen. Ihr seht schon, ich sitze hier in der neuen Crib drin. Hab mich hier schon leicht eingerichtet. Hab mir gestern noch einen Tisch gekauft. Und alles hier an den Start gebracht, sodass ich jetzt auch anfangen kann zu streamen. Vielleicht komme ich gleich auch online und streame ein bisschen. Also kommt auf jeden Fall da auch vorbei. Und ja, Mann, lasst dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar. Supportet mich weiterhin, damit es auch weitergeht hier. Und yes, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Ja? Nicht vergessen, be unique. Dabei ist motherfucking alles. Peace out, man.